Morgen. Ich kopiere mal wieder für euch den Vlog von gestern. Und jetzt lade ich den drüben hoch für euch. Das hat auch bald ein Ende. Mit diesem Hin und Her. Street Booster One. So, jetzt wollen wir erstmal ein Haargummi. Geht das? Ja. Ja, frühstücken wir mal. Jetzt geht's zum Kulam. Welchen Balkon meinst du? Der kleine. Der kleine? Hey, ich muss nochmal, ich fahr nochmal raus. Ich nehm Oni. Ja, ich hab mir heute Abend gekauft für meine schöne Taiwan Rolex. Tilex? Rolex. Lolex? Für Lolex und Bolex? Und ich meine, ich mag ja dieses Armband, seitdem ich mal zwei von diesen Omega Spectre Uhren hatte. Die hatten genau dieses Band und seitdem ist dieses Band auch modern und ich fand die Uhr ja auch ganz toll und hätte ja gerne behalten, diese Omega, aber die war halt so teuer damals, dass ich mir nicht das Behalten nicht leisten konnte. Ich konnte mir zwar die Uhr kurz kaufen und sie zweimal tragen oder so, aber ich musste sie dann halt im Grunde genommen, es war ja nur Handelsware für mich, musste ich sie auch wieder verkaufen. Aber seitdem finde ich das Armband toll. Und jetzt zu der Uhr passt das ausgesprochen gut, wie ich finde. Hab mich da sehr gefreut heute. 18 Euro bezahlt. Irgendein Schreiben von der Staatsanwaltschaft, dass das Verfahren eingestellt wurde. Was ist das wegen Raub? Ist das wegen Bade? Und das, woher soll ich das wissen? Weiß nicht, steht nichts drauf. Nur das Vorwurf drauf und dass es eingestellt wurde. Okay, Vorwurf Raub und da liegt der Brief. Staatsanwaltschaft schreiben Raub? Hab ich jemanden beraubt? Staatsanwaltschaft Berlin. Ich hätte noch mal Erinnerung, die wollte ich dich gerade bitten. Über was? Ja, um die Kamera. Wieso denn das? Das glaubt man mir sonst nicht. Nein. Also wenn die das Fahrrad da gekauft hat und den Bremszug so gekauft hat, denn es ist echt eine Sauerei, was die da gemacht haben. Völlig ausgefranst, das Ding oben. Danke. Bitte. Hallo. Ja, also so kann man denn sagen, so
sollte ein Bremszug nicht aussehen? Ja, wie ihr seht, völlig ausgefranst. Hier unten keine Endhülse drin. Ohne Worte. Ohne Worte. Und eigentlich sollte ich hier nur den Schalter wechseln. Das ist große Scheiße, das geht gar nicht. So. Hier hin. Wunderlich, dass wir angehen. Ja, du. Weg. Willst du einen neuen haben, Hans? Ja, aber. Ja. Weil es so viel, dass der erste mit ab ist. Ja, schön. So. Wo ich jetzt meinen Schraube lassen? Da. Also, kannst du einfach rausnehmen und dann ist hier. Wieso? Hast du kiloweise da vorne gewählt? Nein, ich meine hier aus der Kiste kannst du dir einfach so nur einen rausnehmen. Aha. Da sind alle Bits drin. Da Kiste, da. Nur, ich habe im Prinzip nur der da scheiße. Bitte schön, danke schön. Achso, pass mal so weg, wenn ich ihn wiederfinde. Hm? Wo wohnt der? Ja, hier hinten. Da. Da. Aha, gut. Einfach da wieder rein. Genau, das ist die Bitkiste. Ja. Stahlschrott. Wie ihr seht, so sollte Spannung aussehen. Und hier passiert gar nichts. Ah, wieder eingehakt. So. Machen wir da ein bisschen Sprühfett drauf. Sollt ihr sagen, von wo der gekommen ist, der Auftrag? Ja, von Justus, offensichtlich. Ja. Warum? Weil der nicht kann. Genau. Der hat keinen Bock oder was? Keine Ahnung. Tiefer. Ja, ja. Ja, warte mal. Tiefer. Ja, viel tiefer geht nicht mehr. Geht alle. Tiefer genau auf Stahlsatzhöhle. Wunderbar. Und jetzt kann man auch wieder arbeiten. Was ist mit Gustav? Nee, warum kam der von Gustav? Was ist von Justus? Ich nenne ihn mal Gustav. Ja, mal Gustav. Kein Schalthebel da. Und die Bremse hat er auch nicht richtig eingestellt. Gekriegt. Und jetzt einfach spannen. Ja. Fertig ist. So. Jetzt nochmal eine Sache dazu. Hier mal so, ja? Und dann nutzt du das aus, was hier ist. Ah, okay. So dann meinst du. Das ganze Ding muss ja raus. Also muss reingeschoben werden. Die dürfen nie hier dran sitzen. Weil dann der Wickel nicht stimmt. Das müssten, wie sagt man, weniger als 90 Grad sein in der Ausgangsposition. Weniger. Mhm. Und 90 Grad in der Bremsposition. Das ist das Geheimnis bei diesen V-Brake-Dingern. So, aber der sitzt ja gut. Nee, stimmt gerade. Ja, das war. Warte mal. Lieber machen wir einen Test jetzt in der Position und geben dann noch ein bisschen zu. Ist also so, ja, ist jetzt. Und geben dann noch ein bisschen zu. Und hier, kommt hier was zusammen oder muss ich alles wegschmeißen hier? Was machst du? Falsche Seite. Scheiße, ja.
weniger. Falsche Richtung. Ja. In die Richtung hat er sich tatsächlich gedreht, in die andere nicht. Der dreht sich nicht, den merkst du ja, der flext nur. Ja. Ja, nur der macht das. Mal einmal bremsen. Tot. Tot, tot, tot. Okay, dann versuchen die zu lösen. Auch tot. Da. Bitte, bitte, komm. Das war's. Ja. Das ist die Scheiße. Eine neue Speiche, bitte. Das Luft ist eh keine drauf, wunderbar. Die Winde sind 4 mm, wa? Nee, 6 fast. 6 fast? Dann haben wir hier 2,88 plus 6, 2,94. 2,94, 2,96. Kundschaft. Ja, das sind 6 mm. 2,96. Okay, das passiert, wenn ich. Das Laufrad ist durch, ne? Darf man nicht vergessen, alle Speichen sind kaputt. In dem Sinne, dass sie festgerottet sind. Jetzt habe ich eine zentrieren wollen, so ein bisschen nachzentrieren ging noch. Aber da ist halt nicht viel zu machen. Eine ist jetzt schon gerissen, die haben wir ersetzt. Die seht ihr dann hier. Wie gesagt, da. Mit schwarzen Nippel, Edelstahl, aber diese verzinkten Speichen. Sind halt auch tot nach einer gewissen Zeit. Also kann man jetzt nur noch irgendwie versuchen einzustellen. Ein bisschen und das war's. Jetzt will er da rein. Ist eine Schraube drin. Ja, auch mal ab, Wolfgang. Belästigen Sie mich bitte nicht. Bis dann. Jo, okay. Gut. Ja, platte Ratten und dann ist du gut, wa? Dann ist fertig. Ja. Na ja, siehst du? Erpa! Schraubendreher. 15 Eisen. Was?
aufzupumpen, wenn die Ventilkappe noch drauf hast. Der war ja echt gut. Was? Ja. Produkte innen da. Bleib weg. Auf Pumpe. So, dann machen wir hier ihren Feldputzring auch noch ab. Hast du gerade was gesagt? Ich höre gerade nur Piep. Drei Bahn oben werde ich auch mal treiben. Es waren zweieinhalb. Hör auf. Hast du nicht geguckt? Kein Gucken. Ist er rausgerutscht? Nein, auch nicht. Ist er explodiert? Hat zerrissen oder was? Ich wollte ihn gerade einhängen. Hat sie knallt. Ist er kaputt oder was? Habe ich noch nicht geguckt. Der Schlauch auf jeden Fall. Jetzt darf der Piepen aber auch wieder aufhören. Ein Benervler hat das wieder da, das ist mein Müll, das ist Orangene. Wo hast du das aufgeschrieben? Steht das doch nicht auf dem Zettel drauf? Nee, da sind alle schon durchgestrichen. Achso, dann kann es sein, dass ich bei ihm ein bisschen schnell war. Aber es ist ja wieder da. Also hast du nichts aufgeschrieben? Oder woanders aufgeschrieben? Nein, eigentlich alle durch den Zettel da vorne. Nee, da ist nichts. Hallo? Ja. Hallo. Hallo. Ja, guck mal, wer da ist. Schlüssel habe ich. Schlüssel hast du. Ja, ist ja der. Ist ja der. Ich sag mal nochmal kurz der Nummer. Thank you.
da habe ich bestimmt richtig blöde geguckt, als das Ding geplatzt ist. Stand hier so, hab festgehalten, wollte nach den Schrauben bzw. den Scheiben greifen. Pow! Warum? Wo? Wieso? Wieso? Das kann ich nicht fragen. Manchmal ist es echt ein bisschen unklar. Na gut, dann haben wir jetzt hier 4 Stunden sinnlosen Scheiß und ein Urknall. Das müssen wir jetzt irgendwie gleich schneiden. Und ich würde mal sagen, wir beginnen so ja mit dem Urknall. Werdet ihr ja gesehen haben, wenn ihr das jetzt hier, ne? Das kommt gleich am Anfang, das kommt mittendurch ein paar Mal und das kommt am Ende. Ah, jetzt mal so kurz. Zuck, 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 zuck. Jetzt will er mich fertig machen. Ja, fertig machen. Bis er explodiert, sozusagen. Bis er explodiert. Na, los! Ah, scheiß altes Lenkerband. Schneiden. 5 Stunden, ey, um Himmels Willen. Ich scrolle schnell durch. Das wird ein ganz kurzer Vlog. Nicht sauer sein. Bis morgen. Ciao.